Seilbahn zum Panoramaberg. Ich habe Gracie vorm Stream gut instruiert. Sieht schön aus. Keine Sorge, wir haben heute Süßigkeiten erst wieder gekauft. Ja. Und die eine Dame, die plötzlich neben uns am Süßigkeitenregal stand und plötzlich meinte: Wenn Sie irgendwo Schlümpfe sehen, sagen Sie Bescheid! Wir müssen mal kurz zurückgehen. Wohin? Rechts und dann runter. Und dann links auf die Terrasse hoch. Ah! Ja, stimmt. Vor allem mag ich die Schlümpfe gar nicht so gerne. Die kleben immer so extrem am Zahnfleisch Ja, fest. also ich finde die super lecker. Und auch das Kauen ist cool. Aber das danach aus den Zähnen alles rauszupulen, ist so Ja. anstrengend. Ich glaube, Zahnmusik ist einfach ein Null-Mario-Spiel. meine Lieblingssorte einer nicht näher genannten Weingummifirma, die mit H anfängt, wären die Frösche. Bei mir die Kirschen. Wobei, nee, nicht Colorado, Fantasia mag ich auch sehr gerne. Ansonsten, wenn ich allgemein von Weingummi sprechen würde, würde ich die nehmen, von denen man immer zwei nehmen soll und gerne lacht. Die mag ich am liebsten. Nö. Aha. Okay. Ah, und ich sehe auch schon wo. Ah, ja. Okay, können wir gleich mal gucken. Warum ist hier eigentlich kein Schirm? Vielleicht muss ich ihn noch besorgen. Nicht so laut, in Ordnung. Ich mach's mir drin gemütlich, bis diese Dinger da draußen Geschichte sind. Hey, ich könnte ja schon was von dem Kram hier verkaufen, wo ich schon mal da bin. Ach, was soll's. Mir gehört's schließlich nicht. Bitteschön, Kostprobe geht aufs Haus, aber nur das erste Mal. Erhöht für kurze Zeit dein Lauftempo? Senkt für kurze Zeit dein Lauftempo? Dann den Hasenespresso. Danke, und jetzt die Leine. Okay. Ah, auf den Schirm, ne? Ah. Dann war es vielleicht jetzt doch gar nicht so gut, hier mein Lauftempo zu erhöhen. Ah, und so kommst du hier überhaupt hier rum hin. Ah. Hasenespresso? Leo ist schon so Jan Oro? Did I hear Bunny? Kannst du? Ah, ich wollte gerade sagen, ob du das abdreißen kannst. Flupp. Cool. Ah, da oben ist eine Sackgasse, denke ich, ne? Das ist nur der Gegner, glaube ich. Auf so engem Raume. Yikes. Pass auf. Weil er Was? letztens auch nochmal so einen Schritt zurückgegangen ist, nachdem du hinter ihm standest. Das klingt aber richtig witzig, wenn die laufen. Oh! Oh, dachte dein Tod. Aber ein Sniffet. Ich werde die Details ersparen, daher nur so viel. Ich bin ein Sniffet und ich habe in diesem Goomba gesteckt. Hast du auch die geringste Ahnung davon, wie es da drin ist? Egal, nimm einfach das hier und versuch mein entsetzliches Erlebnis zu vergessen. Oh, cool. Münzen. Ein bisschen grün, aber okay. Mach dir dieses Geschenk keine Gedanken. Für mich ist es nur billiger Tant? Kenne ich gar nicht. Auch nicht. Schließlich wurde dieses Anwesen mit den Einnahmen aus dem höchst lukrativen Schnipselgeschäft erbaut. Wende dich vertrauensvoll an mich und ich werde dir die feinsten Luxusschnipsel verkaufen, die du jemals verstreut hast. Okay. Kannst du jetzt unten in das Haus gehen? Nein. Wahrscheinlich einfach, wenn deine Schnipselbeutel leer ist. Okay. Was war jetzt hier noch? Von Da da ist ein weg. Loch. Und hier komme ich wieder zurück zum Anfang. Ah ja. Also wenn hier natürlich wieder Betrieb ist, dann muss man wahrscheinlich nochmal alles erkunden. Aber so ein paar Geheimnisse gibt es wahrscheinlich auch nur, wenn du jetzt hier überall
dich umschaust. Wieso haben die einfach nur Schnipsel im Schrank? Stell dir vor, du machst deinen Kleiderschrank auf und da kommen nur so Schnipsel raus. Ich will mich fragen, wie du die da reinbekommen hast. Hi. Zeigen die eigentlich so ein bisschen an, wie man die drehen muss? Dass die so wieder stehen, wie sie am Anfang standen? Ich denke mal. Oh, das A ist weg. Das war wirklich nur im Tutorial-Gebiet. Ja gut. Finde ich jetzt auch nicht schlimm. Wollte ich mich dann fragen, wenn du jetzt dort nochmal kämpfen gehen würdest, ob es immer noch dann wieder da ist. Oh. Aber der Hintergrund hat sich wirklich geändert. Ja, jetzt bist du in Toadtown. Und hast immer spontan eine Bühne aufgebaut. Das finde ich cool, wenn der Hintergrund sich wirklich auch anpasst. Ich hätte es sonst auch irgendwie blöd gefunden, aber ne? Irgendwer hat deren Wohnzimmerteppich gefressen. Hätte der Riesengumba hier reingepasst. Hau die Lampe an. Vielleicht geht sie an. Nein. Schade. So funktionieren Lampen nicht. Nicht? Es fällt auch einfach runter. Vielleicht ein bisschen, also so ein bisschen auf der ganzen Höhe so ein bisschen versuchen dagegen zu hauen, also nicht nur auf der obersten. Einfach hinspringen? Links wäre auch noch was. Ach, links ist die Brücke. Die Brücke? Da, die wird da festgeklebt. Ah. Geh nochmal raus aus dem Haus. Ich habe die Münze sogar erwischt. Nice. Links vorne, das ist die Tür, die da oben zu ist. Ach so. Na gut, die ist jetzt nur abgeschlossen. Ja. Dann später. Willst du das Loch da rechts noch zumachen? Ja. So. Oh! Wie komme ich denn da hin? Das war gut versteckt. Letztlich ein Riesengumbas sind ungefähr zu dem Zeitpunkt aufgetaucht, als die ganzen Toads verschwunden sind. Außerdem war beim Pilzpalast ein ziemlicher Radau. Was ist denn los? Willst du jetzt mal oben mal mit dem Typen reden und ihm ein paar Schnipsel kaufen? Kann ich machen, ich habe ja eh genug Geld. Ja, und dein Schnipselbeutel ist gerade leer. Einfach nur um zu gucken. Er meinte ja auch, es sind besonders gute Schnipsel. Oh. Okay. Bisschen doof nur, dass er die davon aufs Vordach geworfen hat. Aber ich habe alle eingesammelt. Nice. Und sind auch noch welche gelandet. Und bist wieder komplett voll. Ja. Und der leuchtet ja da oben so ein bisschen. Mhm. So. Na guck mal, hier komme ich auch rein. Du musst zumindest einen Block. Okay. Das ist schön dekoriert. Es ist schon ganz witzig, dass die ganzen Gegner, die normalerweise gegen dich agieren, hier schon eigentlich nett zu dir sind. Weil jetzt noch eine viel schlimmere Bedrohung aufgetaucht ist. Was? Die Brücke ist kaputt. Wie kommen wir denn jetzt in den Pilzpalast? Wir können schließlich nicht einfach in eine Röhre hüpfen, uns durch den Untergrund bewegen und auf der anderen Seite heraushüpfen, oder? Vielleicht doch. Aber das können wir gleich mal ausprobieren. Ich würde gerne erst noch weiter hier gucken. Hi. Hey, danke für die Hilfe. Du hast einen gut bei mir. Eigentlich könnte ich mich auch direkt bei dir revanchieren mit Informationen.
Falls du zum Pilzpalast willst, steig dort drüben einfach in den Kanal. Okay. Beziehungsweise, ich könnte mal eben gucken, ob die Röhre uns da wirklich rüber... Wobei, kann ich auch gleich machen. Der Graffiti-Kanal. Eingang Toad Town. Wahrscheinlich muss ich dann dadurch da rein. Was bist du, wenn du untersuchst? Zu schwer. Was ist da hinten in dem Wasserrad? Ah, ich vergaß zu erwähnen, dass du einen speziellen Haken brauchst, um da runterzukommen. Ein Freund von mir hat ihn gerade, glaube ich, ein roter Shy Guy wie ich, aber nicht ganz so hübsch. Ja, aber es ist einfach nur... Ach, das ist aus Wasser. Ja. Und ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die gerade nicht mit dem Projekt zu tun haben, dann kann ich auf jeden Fall auch unseren Discord-Server empfehlen. Da kann man auch immer gut in den verschiedenen Kanälen fragen. Da bekommt man dann auch ein paar mehr Antworten als nur von mir, weil ich auch nicht unbedingt mich immer so gut auskenne. Dementsprechend, jo, kann man da auch gerne einfach nachfragen. Ich würde sagen, gucken, wohin die Röhre dahin. Ich bin hier drüben! Was? Links hinterm Gebüsch. Oder? Oh! Ja? Der arme Dude. Ich meine, ich habe nichts an sich gegen Off-Topic-Fragen in den Streams, aber natürlich bei einem Paper Mario-Stream dann spezifische Pokémon-Fragen zu stellen, weißt du da vielleicht was, machst du dies, machst du das, ist natürlich nicht hundertprozentig passend. Ist jetzt auch nicht schlimm oder so, ne, um Gottes Willen, aber gerade jetzt die Frage mit den ROM-Hacks könnte ich dir spontan sowieso nicht beantworten. Okay. Deswegen ist Discord eigentlich immer sehr praktisch für sowas. Ach, guck mal, die ist auch zu. Dann halt hier oben. Hallo? Ja gut, der steht direkt davor, ne? Einfach gesnackt. Die Ladezeit nach Toad Town raus ist immer recht groß, finde ich. Ja, ist mir, da habe ich auch gerade dran gedacht. Aber vielleicht, weil die Stadt so groß ist. Das du hast es drauf! Fast geschafft! Kaboom! Ist das der mit dem Haken? Wenn es irgendwem gelingen könnte, den größten und widerwärtigsten Gumba überhaupt zu besiegen, dann dir, Mario. Warte mal. Du bist rot. Genauso wie der Schalker, den wir vor kurzem getroffen haben, aber nicht ganz so hübsch. Sorry. Also hast du nämlich das Ding, das man braucht, um den Kanaldeckel zu öffnen? Nicht ganz so hübsch? Keine Ahnung, wovon ihr redet, aber den Haken habe ich gerade nicht bei mir. Seht mal am Hafen in dem roten Backsteingebäude nach. Da sollte er noch liegen. Oh, vielen Dank. Sollen wir uns das mal ansehen, Mario? Na gut, das ist wahrscheinlich da, wo wir den einen Typen da gefunden haben. Kannst du einfach unten über den Zaun springen? Geil. Abkürzung. Dann können wir da erstmal vorbeigehen. Dann kann ich noch mal gucken, wo die Röhre hinführt. Und ja. Ich glaube, so funktioniert das nicht, wenn du da drauf stehst, um das abzuziehen. Okay. Du kannst auch jetzt direkt zum roten Backsteinhaus gehen. Okay. Aber jetzt funktioniert die Röhre. Die war ja blockiert. Haken? Puh, dachte schon, du bist wieder einer dieser Faltgestalten. Abscheuliche Zeitgenossen. Oder was drin ist? Könnte sein. Diese gefalteten Gestalten, die haben hier ewig lang rumgewerkelt. Hey, hast du ja krachen lassen, also mit dem Hammer. Die Kissen da, haben die sich bewegt? Nochmal drauf! Weiter so! Die fällt mir gleich voll auf den Kopf. Oh, oder auch nicht. Ach, guck mal, ist die Wand wirklich verdächtig? Ha! Ich sag doch, da ist was an der Wand. Wo kann ich da was... Ah. Ah,
sobald du mit der Hand drüber gehst, passiert da auch was so ein bisschen. Mhm. Deswegen muss ich erstmal die richtige Stelle finden. Also du hattest schon recht, dass da noch was hinter ist. Ne, da war dazu gesprungen. Okay. Ich finde es so witzig, wie die hier vorher reingelaufen kommen. Ja. Wie random. Okay. Moment. Mit LR. Ah ja. So. Also wieder gucken, welcher der Knopf der richtige war. Mhm. Es ist unnötig, das Anfeuern aktuell, aber ich habe so viel Geld. Bin echt mal gespannt, wie kompliziert das später vielleicht noch wird mit dem Anordnen. Mhm. Ich auch. Und ob dann mal irgendwann kommt, dass man es zeitlich einfach nicht schafft, weil man zu verwirrt ist. Ja. Ich habe gehört, hier gibt es eines der besten Switch-Spiele aller Zeiten. Aber Persona 5 Royal ist noch gar nicht auf der Switch, Alex. So, jetzt haben wir das schon mal. Die kann man kaputt machen. Die könnte man theoretisch auch kaputt machen. Ich glaube, man kann doch nichts anderes damit machen, oder? Ja. Aber es ist auf jeden Fall... Alex, dankeschön für 33 Monate Treue. Es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel, bis dato. Allein der komische Dance da im Wald hat mich schon gekillt. Also der Tanz von dem Gevatter Stumpfen... Strunk? Strunk. Der war schon... leider sehr geil. Nichts ist mit der Kiste. Nein. Betrug. Ah. Tata. Sehen die in echt auch so aus, diese so Kanaldeckelhaken? Ich öffne sehr selten hobbymäßig Kanaldeckel. Na gut. Hier war die Röhre, ne? Da will ich noch eben kurz auf die andere Seite, weil da hatten wir ja angefangen zu erkunden und da sind wir plötzlich hier gelandet. Ja, das Spiel sieht so gut aus. Ich finde auch die musikalische Untermalung in den Kämpfen vor allen Dingen ganz cool. Das Kampfsystem macht Spaß, es gibt super viel zu sammeln, der Humor ist wieder super. Baum. Olivia mag ich sehr gerne. Also ich habe bis dato eigentlich nichts zu mäkeln. So. Durch die Röhre bin ich durch, oder? Gerade? Nee. Nee, gar nicht. Ich bin da hinten durch die Röhre durch. Wo lande ich? Kamst du von der Treppe. Wo lande ich denn dann hier? Ah. Ach, guck mal. Dann brauchst du die hier nicht mehr zu checken. Nee. Beziehungsweise hast du gerade. Ja, die Tutorials waren recht ausführlich, beziehungsweise eigentlich nur das erste, weil das halt ja wiederholt wurde nochmal. So von wegen, ja, ist ja schon ein Stündchen her, ich gebe dir nochmal das Tutorial, aber fand, das ging halt voll klar. Zubehör, edel, exquisit und extra günstig. Und damit kosten die Zubehörsachen alle so 2000 Stück oder so. Ja, wobei man hat hier so viel Geld. Ich meine, ich habe ja auch super viel von dem Spiel gehört, also super viel Positives, von wegen, das ist super toll. Deswegen, die Messlatte war halt schon recht hoch, was ich immer etwas beängstigend finde. Aber ich hatte natürlich die Hoffnung, weil Color Splash schon so gut war, dass Origami King da auf jeden Fall dran anknüpfen kann. Und das macht es bislang eigentlich echt ganz gut. Ach, guck mal. Der Grillplatz-Lautsprecher. Den habe ich bestimmt auch nicht kaputt gemacht vorhin. Okay. Aber schön, dass er auf dem Schatz-Mini auch kaputt war. Ja. Dann habe ich jetzt, glaube ich, einmal alles erkundet. Muss nur noch irgendwie zu dem einen Riesengumba da kommen.
Ja, können wir sofort mal gucken. Wie gefällt dir das Spiel bis dato? Sehr gut. Cool, Jan Pock. Ich habe zwei Wörter gesagt, ja. Sehr cool sogar. Es ist noch besser geworden als vorhin. Ich habe sehr gut gesagt. Ach so. Surprise, Mega Goomba. Der wollte mich. Heißt, je länger du spielst, desto länger wird mein Fazit. Ja, erst war es nur cool, jetzt ist es schon sehr gut. Ja. Der Jumpscare. Spürst du das, Mario? Irgendwie fühlt es sich hier plötzlich friedlicher an. Fast als wären da draußen keine Riesenmonster mehr, die versuchen, Häuser oder uns zu fressen. Oh, das hat schon gereicht. Flop. Drukaras, Dankeschön fürs Subscriben und viel Spaß mit unseren Emotes. Ja, da es ja für Jan auch blind ist, werde ich ihn auf jeden Fall auch regelmäßig fragen, weil mein Feedback hört er ja sowieso andauernd, weil ich ja eh die Klappe nicht halten kann. Das ist die Goombas von eben? Fort mit dir, du Papiermonster! Ah, du bist's. Danke, dass du uns vorhin gerettet hast. Hier für dich und danke nochmal. Danke. Wir werden einfach auf Nummer sicher gehen und auf alle Ewigkeit hier drin bleiben. Viel Glück, Mario. Stimmt, die Musik hat sich gerade verändert. Ja, stimmt, jetzt haben wir wenigstens endlich Musik. Friedliche Musik. Bald startet das Origami-Fest. Ich find's klasse, mir selbst Notizen zu schreiben. Okay. Okay. Ich meine, es ist immer so ein bisschen schwer, so eine Empfehlung, sag ich mal, zu geben, wenn man jetzt gerade mal 2,5 Stunden spielt. Aber es macht sehr viel Spaß. Vor allem, weil du wirklich viel erkunden kannst. Es sind gar nicht so viele Kämpfe, also ist jetzt nicht so ein Kampf an den nächsten gereiht bis dato, was ich aber auch gar nicht so schlimm finde. Aber dieses Erkunden, ne, diese Overworld-Goomba-Kämpfe und die Collectibles sammeln, die Toads retten, überall alles restaurieren und so, das macht irgendwie einfach voll viel Spaß. Also bis dato hoffe ich, dass deine Tendenz weiterhin Richtung Ja geht. Den bitte. Na gut. Ja, einfach runterspringen. Dann rein da. Oh, es ist dunkel. Genau das. Warum scheinen alle diesen Ort so toll zu finden? Kannst du Licht anmachen, Mario? Sonst tappen wir hier weiter im Dunkeln. Klebt er in seinem Element. Ja gut. Bleibt jetzt oh, das... Oh nice. Das ist Untergrundtheme einfach. Stimmt. Das sieht ja aber auch witzig aus, wie da der Schalter ist und dann siehst du richtig die Kabel. Mhm. Ah, das Bild ist aber echt schön. Ist das so diese typische Mario-Untergrundmusik? Mhm. Oh, ein Toad. Sieh mal, da ist ja jemand. Wer ist da? Vortrefflich, ich bin gerettet. Oh Mario, ich musste die Flucht hierher antreten, um mich vor den grässlichen Fallschäden zu verstecken. Pardon, ich sollte mich wohl vorstellen. Ich bin der Kurator des Myko-Museums von Toadtown. Ich verfüge über eine herausragende Kollektion an Objekten, Musikschätzen, Origami und anderen erstaunlichen Dingen. Man mag es kaum glauben, doch sogar das legendäre Supergefährt des namens Super Marino befindet sich in unserem Besitz. Darf ich in Bälde mit einem Besuch rechnen? Das Museum ist geöffnet, selbst mit allen seinen origamisierten Verbrechen in der Stadt. 1,5 Meter Abstand... Museum? Marino? Ich suche mir lieber diese Worte, als das Gesicht dieses Toads zu merken. Wie es immer näher gekommen ist. Ich konnte mich auf nichts anderes konzentrieren. Aber seine Worte waren vielleicht wichtig. Sollen wir uns dieses Museum in der Stadt mal ansehen? Später? Ja. Oh, mal andere Gegner. Das organisierte Verbrechen, ja. Oh, wenn du auf Flux drückst, kriegst du mehr Zeit? Okay.
Da muss ich bestimmt draufspringen, oder? Würde ich mal behaupten. Zubat, 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 Zubat. So. Irgendwer bohrt in dieser Kanalisation schon wieder. Ja. Da kommt kein Hammer dran. Voll der Backseat-Gamer im Hintergrund. Hat's geklappt? Wir sollten die Toads benennen. Das sind zu viele. Ich wünschte, ich wäre Mario. Ja gut, das ist Mario. Der andere war Christo. Okay. Endet auch auf O. Kannst du eigentlich wieder ausmachen, wenn du nochmal drauf haust? Oh ja, wirklich. Guck mal, auf wie die hingucken. Als ob! Dass sie sich von dir wegdrehen, sobald du wieder anmachst. Oh, wollte eigentlich hämmern. Wahrscheinlich muss ich, wenn, dann drauf springen. Mit Plus meintest du, kriegt man mehr Zeit? Stand da oben zumindest. Ah, du kannst 10 Münzen für eine Sekunde geben. Moment. So. Das kriegen wir doch alles irgendwie hin. Dauert vielleicht manchmal einen Moment. Ich meine, jetzt ist ja auch noch alles One-Hit, weil du wahrscheinlich dich erstmal darauf fokussieren sollst, wann benutzt du den Hammer, wann benutzt du deine Stiefel, wie kann man die anordnen. Das Anfeuern hast du noch, also ich denke mal, warum sind ja eigentlich Tribünen in der Kanalisation? Dass das wahrscheinlich später nicht mehr so sein wird, dass du alles One-Hitten kannst. Aber ich könnte jetzt immer so das Interesse, die sehen die mich im Dunkeln? Ich glaube ja. Okay. Ich hatte mich nämlich gefragt, ob ich hier quasi im Dunkeln durch sollte, damit die mich nicht sehen. Ah. Aber okay. Die erwischen mich so oder so. Die Sache ist, kannst du dir nur eine Sekunde geben oder kannst du mehrere? Hm. Kann mir auch mehr geben. Du hast sie jetzt aber auch gezahlt dafür, die kannst du nicht zurücknehmen. So, wie ordne ich die jetzt an? Den einmal nach links und den äußeren zweimal nach links. Ja. Dann. Nee. Hä? Ich verstehe nicht, was du von mir wolltest. Den jetzt zweimal nach links. So? Und den da eins tiefer auch. Hä? Nee. Warum hast du jetzt aufgehört? Ich habe das gemacht, was du mir gesagt hast. Ja, den da einmal nach links, den hast du aber einmal nach rechts verschoben und den da zweimal nach links. Ich habe den zweimal nach links verschoben. Nein, der stand da und du hast ihn dahin geschoben. Du weißt, wenn du mir sagst, ich muss es nach links verschieben, dass ich es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nach rechts schiebe und du dann schreien musst, dass es das falsche links war. Ja, aber ich dachte, du machst den dann nochmal, aber dann hast du plötzlich aufgehört. Ich glaube, du darfst mir das nicht sagen. Okay, dann helfe ich dir einfach nicht. Es klingt jetzt doof, aber ich glaube, wenn du mir sagst, nach links, nach rechts drehen, den zweimal nach links, den einmal nach rechts und den und so, dass ich das deine Tipps nicht schnell genug realisieren kann, um es dann umzusetzen. Also du hast ja 20 Sekunden gekauft, also hättest du noch genug Zeit gehabt. Nee, aber ich glaube, es ist für mich generell schon verwirrend, so ein bisschen. Ne, mit dem Schieben und Drehen und wie passt das jetzt, weil ich mir das halt immer so schlecht vorstellen kann. Und ich glaube, wenn du mir dann noch sagst, wie ich es machen muss, auch wenn du recht hast damit, dass mich das einfach maximal einfach nur irritiert. Dementsprechend, ich glaube, das lassen wir lieber. Wobei es wahrscheinlich später noch öfters vorkommen wird, dass ich das nicht perfekt hinkriege. Nice. Darf ich jetzt eigentlich nochmal drehen? Ne, jetzt sind die einfach in einer Reihe. Die haben sich einfach passenderweise schon direkt angeordnet. Okay. Ne, also ich glaube, es wird später oft so sein, dass ich irgendwie die nicht perfekt anordne, aber dafür hat man ja auch das Blocken. Aber jetzt hast du mal gesehen, was passiert, wenn du die nicht in einer Runde kaputt kriegst. Ja. Also ich glaube, ich war einfach überfordert mit dem dreh's so und dann habe ich es irgendwie nicht gecheckt. Das
kommt wahrscheinlich noch mit bei den komplizierteren Sachen, dass du den irgendwann einfach direkt auch siehst. Oh, cool. Direkt wieder die Heilung reingekriegt. Nice. Und noch weiter nach unten. Hm. Die mir einfach den Kopf gebissen hat. Ja, erstmal Tollwut kriegen. Oder die Pest. Ich meine, ich glaube, diese Angriffe nützen jetzt nicht so viel. Falls du Tipp haben möchtest, sag einfach. Aber die stehen ja eigentlich schon gut. Was mache ich denn mit den anderen dann? Das hilft ja auch nicht. Okay, jetzt bin ich doch wieder maximal verwirrt. Mach wieder auf so schieben und zieh die in die Mitte und die anderen beiden da oben auch. Oh. Dann kannst du die nämlich hämmern. Ah. Das ist echt doch schwierig für mich. Stimmt. Gibt es irgendeine Möglichkeit, irgendeinen Cheese in dem Moment, wo man die anordnet, zu pausieren? Hm. Um erstmal zu gucken? Ja, ich auch so. Ich habe Zeitdruck. Ich drehe das Ding jetzt einmal im Kreis. Irgendwie ist es genauso wie vorher. Aber alles gut. Ich bin doch so ein Pro im Blocken. Ich wollte den Gegnern auch mal eine Chance geben. Leider nicht. Also, wenn ansonsten, wenn du es nach 15 Sekunden mit Olivia reden. Also, dass die Zeit abändert halt dann. Das wäre ja witzig. Du könntest mal ausprobieren. Ansonsten, wenn du es nach, keine Ahnung, wenn du noch 10 oder 15 Sekunden über hast, kannst du ja schnell fragen, wie du es machen sollst.